So, wir kommen zur ersten Folge Let's Play DayZ Standalone. Derzeit noch in der Alpha-Phase. Seit heute irgendwie 21:15 erhältlich über Steam für 24 Euro. Geht jetzt so das erste Spotlight. Ihr seid praktisch live dabei, wie ich es zum ersten Mal starte. Ja, schauen wir mal, was das Spiel so kann. Ich habe ehrlich gesagt nicht so die großen Erwartungen. Finde auch den Preis von 24 Euro ein bisschen happig. Zumal angekündigt wurde, dass es ja eigentlich dafür, dass man schon Arma 2 gekauft hat, vergünstigt sein sollte und jetzt auch die erste, ja, die erste Alpha-Phase ist, noch mit einer alten Engine. So, Early Access Game, da sehen wir es, bla bla. Ja, Trailer ist natürlich. Startbild ist schon nicht verkehrt, man hört sehr laut den Sound der rauschenden Wellen. Gucken wir nochmal, Charakter, Female, nein, nee, Haut, nur Medium. Jetzt sieht er fast. Runterstellen, Musik brauchen wir nicht. Gesamtlautstärke auch erstmal runter, dann hört man mich auch mal wieder besser. Ja, das Spiel basiert ja noch auf der Arma 2 Engine. Ich glaube, nur teilweise wird auf die, ja, auf der Arma 3 Engine. So, erstmal ein paar Grafikeinstellungen machen. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, das kommt jetzt raus. Heute haben wir mittlerweile den 17.12. Und es ist jetzt schon angekündigt, dass die Beta-Phase erst in über einem Jahr stattfinden wird, voraussichtlich. Das ist ein bisschen, ja, nicht so schön, sag ich mal. Grafikspeicher, ja, kann man nichts auswählen. Texturendetail, und alles sehr hoch. Sollte der PC packen. Zack, zack. Schließen, Qualität, Objekte normal, Schatten, Schatten brauchen wir nicht, Diakrie jetzt, Wolken normal, Tunnel normal, ja, lassen wir mal auf normales auf jeden Fall. HDL, Alpha Coverage, HDR sehr niedrig. Post-Process, das war glaube ich das, genau, hier haben wir gerade gesehen, dass das alles so ein bisschen shiny ist. Das wollen wir alles nicht. Alles raus. So, Spieleinstellung. German, Kopfschütteln, was? Keine Ahnung, was das bedeutet, egal. Ah, Server wechseln. Gibt's denn überhaupt Server? Schauen wir mal, aktualisieren. Internet, ah ja, oh. Public Veteran. Oh, ja, ist gut voll. Ist gut voll. Nehmen wir jetzt mal einen, der Medium befüllt ist am besten. So, 22 Leute sieht gut aus. Daisy Auto, Vileya, Public Veteran, Daisy, DE Server. Okay. Ja, schauen wir mal. Ich nehme jetzt so einen mittelvollen, ganz einfach, um nicht direkt drauf zu gehen, sondern auch mal ein bisschen was vom Spiel zu sehen. Oh, wir sehen, es ist Nacht. Okay. Third Person habe ich eingestellt. Ah, es ist sehr dunkel. Schauen wir mal. Konfigurieren. Video, Helligkeit, hochstellen. Oder ganz hoch, sonst sieht man nämlich nichts. Oh ja, okay. Das sieht mir doch sehr stark. Oh, was ist denn da hinten los? Oder wenn schon einer mit der Taschenlampe. Wenn schon einer mit der Bodenzone. Guck an. Ah, ich könnte den ausmachen. Sprinten wir doch mal. Oh, der Sprint ist aber sehr schnell. Also Geschwindigkeitsgefühl, muss ich sagen, schon sehr geil. So ist der Typ.
Kampf jetzt aus dem Arsch. War das? Das ist er. Der ist ja durch den Zaun gelaufen. Der Typ. Alles gut. Wie konnte ich jetzt nochmal boxen? I feel tired. Okay, auf Space. Komm her. Jetzt kann ich dir nicht mehr hinterher. Komm her. Er will's nicht. Ah, ich hab ihn schon geboxt. Er ist am Bluten. Ich boxe ihn und er ist am Bluten. What? Lucky Punch gekriegt oder wie oder was? Das ist ja harter Tobak. Unconscious. Sprich außer Gefecht. Gehe davon aus, dass ich nur ohnmächtig bin. Aber schon hart. Naja, erster Eindruck. Wie gesagt, ich erwarte nicht zu viel. Gibt Breaking Point über Arma 3, was sehr schön aussieht, wo auch die Zombies sehr geil sind. Im Moment spielen wir ja DayZ Epoch Pantera. Natürlich auch Arma 2 Engine. Sieht jetzt nicht ganz so schick aus, natürlich, aber viele Add-ons und Scripts möglich, viel was dazugekommen ist. Hier wurde jetzt schon angekündigt, dass nicht alles laufen wird und ja. Schauen wir mal. Ja, Unconscious. Kriege ich auch mit. Wann das wieder aufhört? Freunde der Sonne. Ist gerade ein bisschen uninteressant, ein bisschen doof. Nur schwarze Bildschirm. Machen wir mal einen Neustart. I sure would like to respawn. Ja. Oh. I feel like I'm winning. Okay. Naja. Baut sich also langsam auf. Man ist an der Küste, man kriegt entgegen normalen Arma 2 DayZ nicht gesagt, wo man an der Küste gespawnt ist. Gucken wir mal, Inventar, wie kriegt man es denn auf? Ah, ja, oh, auf Tabstopp, okay. Warum habe ich eigentlich ein rotes T-Shirt, dann, wenn ich ein schwarzes eingestellt hatte? Naja, ist egal. Eine Taschenlampe, turn on. Ja, Junge. Und zu die Hand. Hände da. Taschenlampe. Muss ich die jetzt nochmal anmachen? Zack, turn on. Na gut, das ist ja mit der Taschenlampe, das haben sie schon schöner hingekriegt als beim normalen DayZ. Ich sag jetzt mal im Anführungszeichen normalen DayZ. DayZ ist ja der Mod von Arma 2 OA, das ist jetzt Standalone. Ja. Wie gesagt, Taschenlampe haben sie schöner hingekriegt. Grafisch sieht es eigentlich auch gut aus. Sieht schon besser aus. Aber gut, nachts sind alle Katzen grau, wie man so schön sagt. Deswegen lässt sich da jetzt der erste Eindruck, der täuscht vielleicht auch ein wenig. Ich bin eigentlich doof. Ja, machen wir mal. Gut, ich habe jetzt F gedrückt, turn off. Okay. Ah, Doppel F turnt das also auch off. Turn on. Ah ja, Mausrad. Oder F. Läuft also dasselbe. Geräusche sind auch leicht abgeändert hier für die Straße. Aber anscheinend sind oder sollen alle Häuser begehbar sein.
Nehmen wir das doch direkt mal aus. Müssen wir natürlich auch direkt mal schauen, wie sieht das auch mit gut. Ist auch in allen Häusern gut. Ah, Tür kann man zumachen. Ah, Protex, du wolltest doch ins Bett, Junge. Ich finde Starbound, was auch immer Starbound ist. Oh, schön Bärenfeld. Sehr romantisch. Romantisch und gemütlich. So, also spawnmäßig ist hier nichts. Beziehungsweise lootmäßig. Ich meine, hier wird auf. Ne? Ja, komisch. Türen kann man auf und zu machen. Nochmal so einen kleinen Chat, so eine kleine Hütte. Auch nicht viel drin. Hier nochmal eine bisschen größere Hütte. Auch nichts drin. Haus. Weiß ich, die Betten, die haben wir nicht zusammen übernachtet. Man kann hier alle möglichen Türen auf und zu machen. Aber entweder bin ich nicht zu blöd zum Looten. Oder es liegt ja einfach nichts an Loot. Hier. Hier auch. Türen schließen. Was für Türen hier sind. Ich weiß nicht, welche Türen ich hier gerade geschlossen habe, aber naja. Gut. Also wieder mal ein leeres Haus. Laufen ein wenig komisch rum, also. Das sieht schon so ein bisschen so aus, als hätte ein Köttel in der Buchse. So, was haben wir denn hier? Oh. Schön. Direkt mal gecrashed, ein Bus mit Masken da ab. Oder ähnlichem. Hier ein Steg. Nicht sowas wie ein Sumpfgebiet hier, ne? Ja. Sieht so ein bisschen so aus. Was jetzt Sinn macht, da rumzulaufen. Wenn hier runter geht, das sieht jetzt auch nichts. Ja. Bleib mal weiter an der Straße, vielleicht finden wir ja mal was zum Looten hier. Wie ihr seht, ist es auch frostelig kalt. Der Typ, der ist gut am Atmen und man sieht gut seine Luft, wie er raus, wie er sie auspustet und ausatmet. Ja, auch der Anzugspfeiler, so ein Pöller. Also wenn mich meine Map-Kenntnisse nicht ganz täuschen und das wirklich relativ nah an Terna aus, beziehungsweise Scherno. Oh mein Maus Fitzroy. Ah gut, ich habe mich zum Looten gefunden lieber. Wenn das relativ nah an Terna aus gehalten ist, dann müsste ich hier ja so irgendwo Otmel oder so die Gegend sein. Auf dem Weg Richtung Elektrowinden, obwohl das sieht vielleicht auch so ein bisschen so aus. Das ist ja, ja, so ein bisschen so aus, vielleicht sogar so Litchi die Ecke. Das ist sehr interessant, wenn ich die Taschenlampe anmache und von vorne gucke, sehe ich da einen weißen Punkt, mache ich sie aus. Ja, ihr seht es aus. Immer noch ein weißer Punkt. Also, Taschenlampe am besten wegpacken, wenn man sie nicht nutzt. Da ich die Kamera ja hochgestellt habe, packe ich die auch direkt mal weg, sonst verringt die nicht, ne? So. Ah. Ich sehe jetzt, wo ich die Batterie jetzt hin.
Entspannter Joggen. Zombie bis jetzt noch nicht gesehen. Ist so ein bisschen, ja, eine Perspektive her. Das gefällt mir nicht so. Das sieht so aus, als wäre der Himmel eine Fläche. Das ist praktisch so eine Deckenfläche. Naja, alles noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wir wollen nicht meckern. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Ja. Am liebsten würde ich jetzt gerne nochmal einen Zombie und vielleicht auch ein bisschen Loot sehen. Da hinten ist schon das nächste Dorf oder die nächste Stadt. Vielleicht treffen wir da ja auch was. Um zumindest so einen ersten Eindruck zu gewinnen, um dann morgen voraussichtlich, wie bereits per Handy angekündigt, mit dem Donnerpiepmatz so ein erstes wichtiges Let's Play aufzunehmen, dass sie es ja erstmal so erstes reinschnuppern, so wie wir spielen, ja. Ist auch immer fraglich bei einer Alpha, inwiefern man das spielen kann oder einfach nur ja, so eine Art Spotlight und herausfinden von Bugs, was alles ergibt. Perspektive weiß ich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin auf Drogen. Aber gut. Wahrscheinlich alles in der Sache. So, das Dörfchen gucken wir uns noch an. Na, jetzt auch wieder Zombie noch Loot finden, spawnen. Ja, dann passt das erstmal für heute ohne Zombie. Ein Zombie Survival Spiel ohne Zombie Survival. Action, ja. Schauen wir mal. Ja, ich höre zumindest Zombies. Aber die habe ich vorhin auch schon gehört. Hat jetzt nichts zu bedeuten. Ah, da hinten. Das, nee, das ist ein Zaun. Eine optische Täuschung. Doch. Ja Junge, dein Mund fühlt sich trocken an. Ich meine auch, ich erzähle ja hier die ganze Zeit und du läufst nur ganz doof hier rum. Wenn wir eine Cola finden, dann kriegst du auch eine. Übrigens, dieses My Mouse Feels Dry System, sage ich jetzt mal dazu. Also wir haben ja auf der rechten Seite nicht mehr diesen HUD oder HUB oder wie auch immer. Ja, gibt es auch in ARMA 3 Breaking Point. Schon, ja, man sieht halt nicht mehr so wirklich, was mit einem los ist. Oh, springen haben sie schön gemacht. Kann man den Kühlschrank öffnen und mal was zu trinken rausnehmen? Nein, natürlich nicht. Die Tür lässt sich auch nicht öffnen. Die Tür auch nicht. Die Garage sind leer. Ist auch nicht öffnen. Ja, die Tür noch draußen, ja, Wahnsinn. Wie kriege ich die Tür jetzt auf? Muss ich echt mit F bestätigen. Also das ist... naja. Eigentümlich, aber gut. Bitte kriege ich nicht auf. Ziemlich höre dich, aber wo bist du? Ich würde dich gerne nochmal sehen. Ich muss nicht zwingend mit dir kämpfen, weil ich auch nichts an Bewaffnung habe, so großartig. I want to drink, ja. Junge. Find mir mal was. Oh. Das ist jetzt. Ah, die falsche Tür. Die Tür könnte man. Naja, falsch gedacht. Hier kann man wieder eine Tür öffnen. Und auf ins nächste Haus. Kann man die Klotür hier aufmachen? Nee, kann man. Also entweder mache ich was falsch oder die ist absolut null Loot. Absolut null Loot. Ja, da
Zombies auch nur gehört bis jetzt. Ein bisschen enttäuschend. Ich sehe jetzt auch nichts Großartiges, was so nach Loot aussieht. Und vielleicht muss man diese ganzen Schränke öffnen, aber keine Ahnung. Aber die sind ja auch teilweise offen. Und das ist ja trotzdem nichts. Ist mir jetzt auch ein bisschen zu doof hier, im Server nachzufragen. Vielleicht wenigstens mal zum Lesen. Aber ja, was? Oh ja, jetzt sieht es aus. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Beziehungsweise ich gebe die Hoffnung nicht auf. Der komische Vogel, den ich hier bewege, der will, glaube ich, nur noch was zu trinken und ins Bett. Der komische Vogel hier am Mikrofon, der will eigentlich auch noch mal ins Bett. Weil mich das alles irgendwie nicht so flasht. Was ist denn der verkackte Zombie, den ich hier gehört habe die ganze Zeit? Muss doch irgendwo hier sein. I feel like taking a nap, ja. Kommt dieser Lichtstrahl her. Das sieht ja so ein bisschen so aus wie von einer Taschenlampe, aber jetzt wieder eine Taschenlampe oder sonst irgendwas. Vielleicht ist es ja auch so, dass Loot nur einmal spawnt und ein Zombie. Ui, hallo. Junge, du. Okay, das ist Spiel. Ich mach Spaß. Alles gut. Dann fragen wir ihn doch mal. Über einen Direct-Chat. Sag mal, was ist denn hier mit dem Loot? Hast du schon mal was gesehen an Loot? Oder ein Zombie? Ich habe schon so viel gelootet und ich bin so oft gestorben, das ist ein bisschen creepy hier. Vor allem hier müsste ich auch nicht. Ja, ich laufe hier seit 10 Minuten rum und habe noch gar nichts gefunden. Also weder ein Zombie noch Loot. Du musst mal nach Elektro gehen, da findest du auf jeden Fall einiges in den neuen Häusern. Hier liegt ja schon ein Spieler drin. Machst du das? Nö, ich bin gerade von Norden gekommen. Keine Ahnung. Na gut, dann suche ich mal weiter. Dankeschön. Viel Spaß noch. Was heißt die ja nach Elektro? Ha! Guter Tipp. Geh nach Elektro, ja, ich erlebe mich nicht, ich bin so weit weg. Ja, ja. Geh nach Elektro. Klar. Ist ja nicht so, dass alle Leute nach Elektro oder Tscherno gehen auf dieser Map. In den neuen Häusern, sagt er. Das heißt, er war also auch schon in den neuen Häusern, ne? Hab ich einen Zombie. Wo ist ein Zombie? Man hört diese Viecher nur. Also so, komm, greif mir einen Zombie. Wo bist du? Hier, ja, Echel und Bring mich nie weiter. So läuft bei dem Spiel, da sehe ich da keine Probleme, hier auch mal tagelang zu überleben. Weil keiner Loot hat und auch keiner irgendwelche Zombies fürchten muss. Autsch. Ich
weiß nicht, was mich da getroffen hat. Da könnte ja auch ein unsichtbarer Zombie sein. Eine Bandage haben wir natürlich nicht. Ja, viel erkennen wir hier nur. Du bist heftig am Bluten, Junge. Ja, es ist definitiv ein unsichtbarer Zombie. Yay! Wahrscheinlich habe ich die ganze Zeit einen Pain Train am Arsch und merke das einfach nicht, weil die einfach nur unsichtbar sind. Voll toll und so. I feel warm blood on my clothes. Oh ja. Jetzt werde ich wahrscheinlich sterben, weil ich langsam aber sicher verblute. Jetzt dadurch, dass wir keinen Hut oder ähnliches haben, ist natürlich auch kacke zu sehen, wie ernst es ist. Also bei Breaking Point ging das ziemlich ratzfatz, dass man tot ist. Also da sieht man, dass man blutet auch nur durch ja, rote Flecken auf dem Bildschirm selbst. Und irgendwann sieht man dann so gut wie gar nichts mehr, wenn man schon fast tot ist. Und dann ist man auch in der Regel schnell tot. Ja, da sieht so nach Elektro aus. Ja, geil. Rennen wir eine Runde bluten nach Elektro. Mit unsichtbaren Zombies am Arsch. I feel run down, ja. Dann kippst du gleich um und bist tot, ne? Ja, okay, die ersten Geräusche macht er jetzt auch. Oh, rote Kette, ja, die kennen wir noch. Schade, ja, dass man sich so lange Zeit nimmt, um mir ein extra Standalone zu basteln. Gut, im Grunde genommen Inventory-System wurde umgestellt. Die Häuser wurden bis jetzt, was ich gesehen habe, alle begehbar gemacht. Hoppala. Wir haben ein bisschen Veränderungen an Grafik, Umgebung und Sounds. Aber bis jetzt ist das Rad noch nicht neu erfunden worden. Ich meine, Rocket hat es ja selbst angekündigt, dass eigentlich nicht für viele oder für die Masse gemacht ist, dieses Spiel. Sondern eher, ja, für einige wenige Fans. Ich bin jetzt ein Fan und muss sagen, naja, bis jetzt doch eher enttäuschend, so wie ich es mir gedacht habe und den Kauf auch eigentlich direkt bereut habe. Aber im Grunde genommen, glaube ich, wartet die Community eher darauf, dass mal so richtig gute... Ah, ja, okay. Gut. Damit war es das dann auch erstmal für heute. Ja, dass so richtig gute Mods für Arma 3 rauskommen. Ne, Breaking Point ist ein sehr guter Anfang. Und ich denke, wenn die Epochmacher oder die Origins mal auch an einem sich mal reinsetzen und das so hinkriegen, dass das alles unter Arma 3 wie gewünscht läuft, dass das dann eher die Zukunft von DayZ ist als ja das Standalone. Ich meine, man weiß nicht, was noch kommen mag. Beta war sie erst in einem Jahr. Zum Release ist wahrscheinlich das Spiel schon veraltet, aber vielleicht dann auch ja vom Gameplay her echt gut. Naja, schauen wir erstmal morgen weiter, dann gibt's da von mir erstmal mehr. Das war's, ich sag gute Nacht und bin raus.